11. November 2038, 23 Uhr 21. Wir sind zurück in der Rolle vom lieben Connor, der erstmal fett in Jimmys Bar ein Becher geht, aber keinen Zutritt eigentlich hat. Okay, mal gucken. Gesichter. Oh, cool. Gesichter, kein Ziel abgewandt. Das finde ich aber mega nice. Myers Derrick, geboren 7.05.89. Sicherheitsbeamter, keine Vorstrafen. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Gary Christopher, geboren 18.06.83, arbeitslos, Vorstrafen Alkohol und Drogen am Steuer. Peterson Jimmy, geboren 1.02.2001, Geschäftsinhaber, Vorstrafen keine. Dempsey Edwards, 8.02.95, Administrator, Vorstrafen keine. Graham Jonah, geboren 9.12.87, arbeitslos, Vorstrafen keine. Was denn? Willst du einen ausgeben? Johann Kim, geboren 10.11.99, Auslieferungsfahrer, zurzeit arbeitslos, häusliche Gewalt als Vorstrafe. Oh Gott. Darf ich liegen? Lieutenant Anderson, Hawk. Okay, das ist er. 6.09.85, Polizeileutnant, Vorstrafen keine. Acht. Okay. Das ist er. Stell dich vor. Oh, eigentlich sollst du jetzt nicht schiffen gehen. Du sollst mal raus und hier, ne? Okay. Ist er da? Kann er nicht rein. Okay. Ray Samuel, 10.04.2012, Hafenarbeiter, Vorstrafen keine. So, gibt's da noch irgendwas? Da sitzen noch welche. Ward Dennis, geboren 11.06.82, Buchhalter, zurzeit arbeitslos, Vorstrafen, Betäubungsmittelverkauf. Chris, 16.05.98, arbeitslos, Vorstrafen keine. Okay. Dann stell dich mal vor. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die 5. Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Lieutenant Anderson, ich muss Sie darüber informieren, dass ich Ihr Verhalten melden werde. Okay. Oh,
Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisung hinstecken kannst? Nein. Wohin? Oh mein Gott. Oh Gott. Echt, ey. Ich glaube, wir können gehen. Du kleiner Wichser. Kein Schimmer, warum ich dir keine knalle. Ihr Pflichtgefühl, Lieutenant. Und die Reparaturkosten, die Sie tragen müssten. Zu Ihrer Information, ich koste ein kleines Vermögen. Wunder der Technik. Sie programmieren sogar Arschlöcher heutzutage. Ich muss los. Die Pflicht ruft. Ich mag ihn, er ist irgendwie sympathisch. Der liebe Connor. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Keine Chance. Ich komme mit Ihnen. Hör zu. Du musst echt aufhören, mich zu nerven, sonst kann es sein, dass dir morgen ein paar Teile fehlen. Dienste Befehle Priorität setzen. Folge Lieutenant Anderson. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Aber die kann ich jetzt nicht scannen. Haben Sie was gesagt? Typisch DPD. Sie sagen einem gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Boah, jetzt kann der nicht hoch, oder was? Alter. Oh, Himmel, dieser Gestank. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Hör dir das Briefing an. Beweisstücke überprüfen. 0 von 10. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Puh, bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Na, ich brauch mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber. Red Eyes. Ein Mensch kann so schreiben. Okay. Auch das, was Todd opfern an Rom, auch das, was er Todd genommen hat. Oh, Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund, verstanden?
Verstanden. Puh, verflucht, ich glaub das alles nicht. Getrocknetes Blut. Ortiz Carlos. Also eine Probe. 19 Tage, okay. Keine Fingerabdrücke. Androiden beteiligt. Okay. Chris, ist das dann? Getrocknetes Blut. Also der Probe größer 19 Tage. Ortiz Carlos. Okay. Das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen... oben für die Analyse. Club, okay. Das Beweisstück? Nee, ne? Red Eyes. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Da ist nichts drin. Echt nicht? Okay, gehen wir mal zur Leiche. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. Messerstiche, okay, innere Blutung. 28 Messerstiche, vor mehr als 19 Tagen verstorben. Ortiz Carlos. 1,68, Gewicht 130 Kilo. Geschätzter Todeszeitpunkt ca. 23.30 Uhr. Red Eyes, okay. Hat er noch genommen. Weiß ich mal, fett gegönnt hier. So, was ist hier jetzt? Fingerabdrücke, Übereinstimmung, Datenbank, Ortiz Carlos, Vorstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzung. Okay, dann rekonstruieren wir. Opfer stürzte hier. Opfer wurde erstochen. Die Tür, sie kam aus der Küche. Okay. Fett angestochen, okay. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. So, da ist noch was. Hey Mike, bist du fertig mit den Proben? Buchstaben, Schrift ab, Cyber. Bitte was? Ja, das war's. So, 4 von 10. Dann gehen wir jetzt mal in die Küche. Getrocknetes Blut, okay. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Ich weiß nicht, ob das mal gehen kann. Okay. Guck mal weiter. Also mal 5 von 10. Da ist noch mehr Blut. Gehst du hier rein? Noch ein Striptease-Schuppen. Offiziell Sex mit Androiden ist besser.
besser. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Okay. Wobei, ganz einfach, das glaube ich nicht, dass das wirklich besser ist. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. 52% haben, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben. Offenbar liegt eine Menge Androiden, die in der Luft. Ja, natürlich. Okay. Spioniert ihr Android sie aus? CyberLife könnte mit Hilfe seiner Androiden private Informationen sammeln. Partner zu verkaufen. Haben Sie beim Dinner mit Ihrer Partnerin mal ein neues Auto gesprochen? Aber darf kein Lesen oder eine Werbung nutzen. Doch hier hätten die Möglichkeit nicht. Kann alles gespeichert und fruchtlose Zwecke. Oh, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Die Füller berichten, mehrere Verbraucher sogar so fragen wir offenbar versorgen nach den gesamten Informationen und deren Verlauf doch zudem verweigert sich. Forderungen nach einer offiziellen Suche bleiben unbeantwortet bisher. Okay. Gehst du mal hier hin. Da kannst du auch gucken. Aber da ist, glaube ich, so. Da ist erstmal nichts, ne? Aber hier fehlt das Messer. Mordwaffe von hier genommen. Baseballschläger. Da sind Fingerabdrücke drauf. Gott, hier ist auch ein Forscher, die beschwerte Körperverletzung. Okay, das heißt, er hat ihn benutzt. Beule, heftiger Aufprall, Spuren von Tyrion. Okay, und er hat auch einen eingeprügelt. Abweichliche Wurde angegriffen, emotionaler Schock. Okay. Wir geschubst und abgestochen. Okay. Ach, von 10. Aber ich bin noch nicht ganz fertig, ne? Ein letztes Beweisstück noch. Da ist noch was, was gelb leuchtet. Das muss man ja noch irgendwie nehmen können, ne? Sonst nichts. Oder sehe ich noch was? Ist vielleicht daneben noch was? Da ist noch was. Zwanghaftes Schreiben. Okay. Kann ich mir jetzt Bericht erstatten? Wo ist der Lappen? Da.
Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann... Oh Gott. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Ich hoffe, ich mache das richtig. Oh Gott. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann... ins Wohnzimmer. Oh Gott. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Therium. Er verlor was? Therium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Klar. So, nach blauen Blutspuren. Okay. Das finde ich mega gut. Nein, 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 du sollst das Ding da untersuchen. Leiter wurde benutzt. Ist da eine Leiter? Da ist eine Leiter. Ach, da fehlt eine Leiter. Ah, okay. Okay. Okay, der war aber auch hier im Bad. Auf den Dachboden. Finde etwas zum Klettern. Nein. Ein Stuhl. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich suche den Dachboden. Suche nach dem Abweichler. Aber das ist nur irgendeine
Schaufensterpuppe oder sowas, ne? Oder ist er das? Ne, siehst du? War klar. Das wäre zu einfach. Sonst ist ja nichts, aber die blauen Fußspuren, Blutspuren führen dahin. Tage hier oben versteckt. Hat aber auch eine Menge Flüssigkeit verloren. Das war eine Riesenmenge. Okay, der ist geflohen. Oder versteckt sich denn? Nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße! Chris! Ben! Schwingt sofort eure Ärsche hier rein! Na los! Partner. Okay. Ich hab nochmal ein paar Punkte mehr. So, jetzt aber lass mal gucken hier. So, also. Wie schaut denn das aus? Weltweite Statistiken. Okay. James war betreten, haben sie alle gemacht. Gesichtsscanner an Kunden. 88%. Hengst Ring verschütten, haben nur 10% gemacht. Echt? Okay, also mit mir nur 10%. Dann Broschüre. Vom Eden Club untersuchen. Okay, Stuhl untersuchen, Red Eyes analysieren. 99, Dusche überprüfen. Okay, da gab es noch irgendwie eine Abweichung. Okay, Statute nehmen. Das haben soweit alle mit mir hier gemacht, den Tatort. Komplett untersucht. Hier gab es aber irgendwie... jetzt noch was anderes geben können. Okay. Connor weiß, was passiert ist. 99% Lieutenant Anderson berichten. Tat rekonstruieren. 97%. Ja, alles richtig gemacht. Okay. Blond Blut zum Dachboden folgen. Da hätten wir auch noch irgendwas anderes machen können. Keine Ahnung was. Okay. Und dann den Abweichler am Ende gefunden. Sehr schön. Wunderbar. Dann fahren wir fort. 5. November 2038. 21.14 Uhr. Zurück beim lieben Todd und der Kara. Todd? Essen ist fertig. Ja, ich komme. Okay. Servier das Essen. Und wie es hier weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Macht es gut und ciao, ciao. Genau, gib dir nochmal vom Essen. Das macht Sinn. So, also jetzt ciao.